Na schön, okay, der hat mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ich dachte erst, es ist eine Truhe und als es denn so groß war, war ich der Meinung, das ist irgend so ein Opferaltar oder sowas. Also beides nichts, was einen angreifen würde. Und es ist ein Sarg, da kommt erstmal ein Trauge raus. Was haben wir denn hier? Amethyst, Gold, Zaubertrank der Ausdauer. Okay. Ja gut. Dann gehen wir jetzt da wieder runter und dann müssen wir erstmal gucken, wo ist denn überhaupt südöstlich. So, siehst du, ich bin nämlich nördlich und das war nur östlich. Also wir wollen auf jeden Fall jetzt in Richtung Falkenring gehen und dann in die gleiche Richtung noch weiter. Wir können uns ja in diesem kleinen Dorf auch kurz umgucken. Das ist ein sehr kleines Dorf. Das ist ja kleiner als Flusswald. Da durften wir uns jetzt eigentlich nicht so lange aufhalten und trotzdem hoffentlich die interessanten Sachen entdecken und mit ein paar interessanten Leuten reden. Mal gucken. Ist hier der Holzfäller? Ja. Herzlich willkommen in Falkenring. Hier sind alle wahren Söhne von Himmelsrand willkommen. Na wunderbar, ich bin noch ein Nord. Ihr werdet feststellen, dass mein Bruder Solaf und ich die einzigen wahren Nord in Falkenring sind. Und alle anderen? Na gut. Okay. Moment, hä? Die wahren Nord. Was bedeutet denn wahrer Nord? Was bist du denn? Du siehst von hier aus wie eine Nord. Hallo? Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Nein, mir tut's leid. Ich kann nämlich Nord und Breton nicht auseinanderhalten. Ich habe keine Ahnung, ob die Nord war oder nicht. Wir gucken mal. Lots Haus. Okay, mit Lots haben wir nichts zu tun. Da ist irgendwer und fegt. Ihr werdet die Männer hier in Windeseile um euren Finger wickeln. Ach, ist er super. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Okay, du gehörst jetzt zu dem Pub? Todmannstrunk. Ja, so sieht's aus. Du gehörst irgendwie zu dem Pub oder sowas. Oder ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll. Ist es eine Schenke oder... Ich habe immer zuerst Pub im Kopf. Ich weiß auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Willkommen im Todmannstrunk. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Naja, da schickt die mich... Ich weiß genau, was da passiert. Da schickt die mich wieder in irgendein generisches Banditenlager. Nee, habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Nein. Besuche den Schrein von Azura. Sowas finde ich dann immer interessant. Das finde ich tatsächlich cool. Da steht nicht, tu das und das, sondern besuche diesen Ort. Wenn du meinst oder glaubst, dass es da Abenteuer geben könnte, dann geh hin und finde es heraus. Das finde ich ziemlich cool. Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Ihr habt etwas über ein Begräbnis gesagt? Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Das wäre mir eine Ehre. Wieso? Ich kenne den doch gar nicht. Egal, ich mach's trotzdem. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bringe Berits Asche zu Runil. Ja, wieso? Das ist doch hier gleich um die Ecke. Das kann ja nicht so schwer sein. Guck mal, der ist buchstäblich 20 Meter entfernt. Na schön. Okay. Oh, großer Friedhof für so ein kleines Dorf. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um den Schrein. Hier ist eine Lieferung von Tadgeier. Ah, Berits Asche. Er war ein guter Mann. Nicht viele Krieger erreichen ein reifes, hohes Alter. Danke, dass ihr mir das hier gebracht habt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Riten bekommt. Hier, für eure Mühen. Na, fantastisch. Seid ihr ein Priester von Arkai? Ja. Nach dem großen Krieg habe ich Arkais Licht gesehen. So viele sind durch meine Hand, durch meine Magie gestorben. Ich habe Glück, dass Kust und die Menschen von Falkenring mich als einen der ihren akzeptiert haben. Könntet ihr einem alten Elf einen Gefallen tun? Ich habe mein Tagebuch bei der Erforschung einer Höhle verloren. Ich bezahle euch auch, wenn ihr es mir zurückbringt. Ich mache es. Arkai segne euch für eure Hilfe.
Natürlich. Der kann mir Beschwörungen beibringen. Guck mal, er lächelt sogar ein bisschen. Ich hasse Elfen. Na schön. Aber er hat sein Leben bereit für die und er fängt sofort wieder an zu predigen oder irgendwie sowas. Das ist auch geil. Was habe ich denn hier so auf einmal für einen Questmarker? Ach so, dieses Besuche-Dingens, ne? Ja, besuche den Schrein von Azura. Wir machen jetzt mal kurz noch unseren eigenen Questmarker aus. Und dann versuchen wir uns jetzt mal relativ strikt in südöstliche Richtung zu bewegen. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie es sein kann, dass die den Kompass oben immer noch nicht umbenannt haben. Da ist ein E für Osten, also für East. Wie schwer kann denn das sein, dieses E in der deutschen Version auf ein O zu ändern? Ich kann das nicht fassen. Das ist mir erst jetzt gerade so richtig aufgefallen. Das gibt's ja gar nicht. Was für eine schlechte Lokalisation, wenn sie nicht mal einen einzigen Buchstaben übersetzen können. Da geht's ja gar nicht durch. Da geht's durch. Okay. Das kann man mir durchlassen. Mein verdammt, hier ist ja wirklich eine Sackgasse. Wie soll ich denn in den Südosten gehen, wenn hier ein Gebirge ist? Okay, südöstlich, hat er gesagt. Gut, dann werden wir hier versuchen, erstmal ein bisschen westlich zu gehen. Das ist ja fast das gleiche wie südöstlich, wa? Irgendwo muss es ja hier hochgehen. Da ist doch schon wieder die Sägemühle? Nee, sieht nur so aus. Aber gut, hier können wir rumgehen. Da ist eine Höhle, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist. Das ist einfach nicht südöstlich. Wenn es das doch ist, ja, dann müssen wir nochmal Himmelsrichtung lernen. Wir gehen jetzt hier den Berg hoch und hoffen mal, dass sich hier jetzt auf der rechten Seite von uns irgendwann etwas auftut. Und wir dann da tatsächlich hingehen können. Ich bin es aktuell ein bisschen gewohnt, die ganze Zeit rennen zu können. Das ist jetzt nicht die Schuld von Skyrim, sondern die Schuld von anderen Spielen, in denen man unendlich Ausdauer hat. Das ist tatsächlich ziemlich üblich, wenn es sich nicht gerade um ein reinrassiges Rollenspiel handelt. Ich dachte, da geht ein Weg hoch. Irgendwie sah das so aus. Da haben wir schon wieder eine kleine Hütte. Es ist mir fast immer zum Erkunden am liebsten. Ich weiß nicht, so eine kleine Hütten mag ich. Das ist irgendwie... Ja, da gibt es kurz was zu erkunden. Da geht's doch wieder nicht hoch. Also in so kleinen Hütten gibt's immer kurz was zu erkunden. Und das ist immer ganz nett. Und dann kann man auch danach wieder gehen. So, also das finde ich eigentlich immer ganz schön. Es gibt eigentlich nie eine Hütte, in der es nicht irgendwas zu finden gibt. Von daher gehe ich ganz gerne in solche Hütten rein. Meine Fresse, wie hoch das ist. Das ist ja höher als hoch Hrothgar. Und das heißt hoch. Das will ja schon was heißen. Wenn ein Gebirge hoch heißt, dann muss das ja bedeuten, dass es echt hoch ist. Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Das ist sehr westlich von Falkenringen. Wir gehen jetzt mal kurz zu dieser Höhle und gucken, wie die heißt. Und da das dann wahrscheinlich die falsche Höhle ist, weil das westlich ist und nicht südöstlich, werden wir wieder zurückgehen und dann in die andere Richtung gehen. Weil ich denke, der andere Pfad führt uns den Berg hoch und dann vielleicht auch rauf. Haldirs Grab. Ich habe keine Ahnung, was Haldirs Grab ist, aber wir werden erstmal jetzt wieder zurücklaufen und einfach mal dem Pfad folgen. Wir ignorieren jetzt einfach mal Süden und Osten und sowas in der Richtung, diese ganzen Himmelsrichtungen, ignorieren wir jetzt einfach mal und laufen einfach diesen Weg entlang. Und vielleicht bringt uns das schon an unser Ziel. Ja, jetzt sieht man es auch, der Weg führt hier nach oben. Er hat keine große Steigung, aber eine leichte Steigung. Das ist ja immerhin etwas. Und wir bewegen uns jetzt zumindest... wir bewegen uns am Berg entlang. Ich muss aber auf das Gebirge raufkommen. Südöstlich ist ja wirklich die schlechteste Position, weil südöstlich ist einfach ein verfluchtes Gebirge. Ist das ein Insider? Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Witz. Guck mal, südöstlich von Falkenring. Ja, da lache ich mich noch eine Woche später drüber kaputt, weil südöstlich verdammt nochmal die Weltgrenze ist. Deshalb ist das Gebirge so verflucht hoch rechts von uns. Weil da einfach die Welt zu Ende ist. Da soll man nicht drüber klettern können, weil dahinter ist nichts. Oder... ich glaube, dahinter ist etwas. Ich bin der Meinung, ganz Oblivion wurde nachgestellt. Oder... Es heißt ja nicht Oblivion, das ist ja... so heißt ja nur das Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Gegend heißt, in der Oblivion spielt. Aber ich bin der Meinung, dass Oblivion und auch...
Morrowind ganz grob dargestellt sind, also sehr, sehr grob, damit man in der Distanz einfach eine Skyline hat praktisch, dass da einfach etwas ist, dass man nicht sieht, okay, da ist ja jetzt gar nichts, warum sollte ich da hingehen wollen? Also mehr so diese Illusion einer größeren Welt hinter dem Gebirge, obwohl da die Welt zu Ende ist. Ich glaube, so etwas ist in der Richtung hinter dem Gebirge. Da ist nicht einfach nichts, da ist keine Leere. So, aber hier ist ja tatsächlich jetzt der Ort, wo die Steinfalle rausgekommen ist. Da waren wir ja schon. Wir sind jetzt natürlich immer noch südöstlich der Stadt oder des Dorfes. Ich meine, wir sind auch westlich von Weißlauf. Wenn man es erstmal ganz grob nimmt. So gesehen bin ich auch nordwestlich von Rifton. Also ich weiß natürlich nicht, inwieweit das jetzt wirklich in der Nähe dieses Dorfes ist. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber auch das werden wir herausfinden. Mann, verdammt nochmal, jetzt schlag doch mal zu. Bam! So, und wo ist die? Ach, da ist sie. Sie ist näher rangekommen. Ich dachte, sie bleibt auf Entfernung, aber sie hatte scheinbar keine Magie mehr. Auch eine schöne Sache. Was willst du denn jetzt? Ey, du hast eben gesehen, wie ich deine beiden Kameradinnen einfach so aus den Socken gehauen habe. Und das, obwohl sie mich hier die ganze Zeit bebratzelt hat. Es hat nichts gebracht. Da würde ich doch einfach mal fliehen. Ich meine, es bringt überhaupt nichts zu fliehen, ne? Ich werde dich jagen und töten. So bin ich. Ich bin der... Nicht der, der unverzeihliche... Nee... Der Nachtragende. Ja genau, ich bin der Nachtragende. Ha, großartig. Wenn du irgendwie zu einer Banditengruppe gehört hast oder mal versucht hast, mich zu töten und dann aufgibst und wegrennst, dann werde ich dich jagen, bis ich dich gekriegt habe. Da kannst du dich drauf verlassen. So, was ist das denn jetzt hier? Das ist irgendwie ein Baum-Icon auf der Karte. Kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Das ist dann wieder ein Forst, also einfach nur ein Ort, sozusagen. Das befinde ich mich aber... Östlich, ja doch. Östlich, weil im Westen liegt die Stadt. Dann muss ich mich im Osten befinden. Das ist ja eigentlich nicht falsch. Ich bin sehr gespannt, ob ich dieses Lager jemals finden werde. Oder ob ich denn irgendwo online eine Karte suchen muss, wo das Lager eingezeichnet ist. Und es mir dann hier ungefähr markieren muss. Aber wir sehen hier jetzt mehrere Symbole, die können es eigentlich alle sein. Also was ist das? Lichtung der Ahnen. Ah. Das ist aber eine kleine Lichtung. Ah, Lichtung der Ahnen ist ein Ort, also eine Höhle? Wir gehen da jetzt einfach mal rein, was soll's. Ich kann nicht einfach jede Höhle links liegen lassen, nur weil wir auf der Suche nach etwas sind. Das ist nicht der Skyrim-Gedanke. Das ist ja cool. Das ist eine sehr luftige Höhle. Immer wenn man in eine Höhle geht, erwartet man eigentlich sowas Enges. Aber das ist cool hier, mit einem Loch in der Decke... Und hier können überall Pflanzen wachsen. Und da ist irgendwas. Wahrscheinlich sind hier Wildtiere. Zweigling Erdmutter. Was soll das bedeuten? Ach du lieber Himmel. Okay, auf Wiedersehen. Wir werden hier mal ganz schnell verschwinden. Ah! Ich muss das mal kurz auf technischer Ebene erklären, was ich gerade gemacht habe. Ich habe Alt gedrückt, weil ich wegrennen wollte. Also Alt gedrückt halten zum Rennen. Und habe dann Tab gedrückt, um mein Inventar zu öffnen, um einen Gesundheitstrank zu nehmen. Aber wenn man Alt gedrückt hält und dann Tab drückt, dann ist das eine Windows-Kombination, um den Prozess zu ändern. Somit habe ich den Fokus aus dem Spiel raus verloren und das Spiel wurde minimiert und dann bin ich natürlich gestorben. Okay, also Alt-Tab in einem Spiel zu drücken ist keine gute Idee, ist aber blöd, wenn man wegrennt auf Alt und dann auf Tab sein Inventar öffnen will. Dann drückt man zwangsläufig Alt-Tab